Komm schon, Artyom! Ja, chill. Mein Gott. Du musst ja auch nicht in das dunkle Loch reinkriechen. So, hallo. Ich muss da wahrscheinlich auch durch, weil hier geht's nicht weiter. Oh, ist ja ein Traum. Ding ist, die verpissen sich nur, ne? Müsste sie eigentlich erschießen. Das hat immer wieder rum. Panzer sind wirklich zu hart, ne? Das war jetzt mal gut. Endlich seinen hässlichen Bauch gezeigt. Das hatte ich noch aus dem anderen. Man kann auch durchlaufen, ne? Aber das hatte ich jetzt auch aus dem anderen. Aus dem anderen Metro Exodus. Weil ich mir das scheiß Feuerzeug mal aufklappen könnte, um die scheiß Spinnenweben wegzumachen. Pisst euch bloß, ey. Widerlich. So. Easy. Dreimal gepumpt, Akku voll. Ganz einfache Sache. Irgendwas übersehen? Nee. Können gehen auch wieder auf. Los raus hier. Ah, das war genial. Gut überlegt. Bereit? Gut. Erster. Oh, eine süße Ratte. Mir nach. Ich mag Ratten. Deswegen ist das Spinnweben einen auch langsamer machen, wenn man durchlatscht. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Oh, ich hasse die Oberfläche, ne? Man muss immer eine Maske tragen. Und die Filter sind immer so knapp. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Okay. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Und glaub mir, hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. Keine Ahnung, was sie da immer einsammeln, ne? Hoppla, wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß. Und wo hast du eine Ahnung, was ich hier immer für Schlüssel einsammle? Sieht so aus wie Schlüssel. Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Jo, da werden sie sich sicherlich freuen, wenn wir denen alles wegnehmen.
Mit der Begründung, in der Metro sind wir alle Brüder. Oh lol. Munition voll oder was? Ach, ich habe ja gar keine Maske mehr, stimmt. Ah, die wurde mir abgenommen. Hey Freund, ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Wir haben dir nichts mehr verloren. Lass uns weitergehen. Warte mal, ich kann ja mal gucken, ob im Log was steht. Und? Gehen wir? Ist das hier im Log? Nee. Keine Ahnung, wo das Log ist. Ich hätte das jetzt als Log gesehen. Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Du hast schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Hallo, ich war... Vergiss nicht. Im normalen Metro schon draußen. Dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Ich habe davon gehört, dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis taut hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ha, Artyomitsch, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Warte. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Was zum Teufel? Holy fuck. Meine Güte. Regen. Regen. Artyom, wann hast du das letzte Mal Regen? Ja? Scheiße. Okay. Ich glaube, das war vor dem Krieg. Ja. Ich verstehe kein Wort, was er sagt, ne? Runter! Runter? Wie runter? Ich bin doch unten. So radioaktiv kann es nicht sein, wenn hier Vögel rumfliegen. Vögel. Da ist die Kreuzung. Schnell dahin. Warte mal. Da sehe ich doch einen Platz im Flugzeug. Nichts. Schade. Vielleicht habe ich doch was übersehen, aber ich mache mich mal schnell. Irgendwas Gutes dabei, mein Freund. Ich habe nichts gesehen. Ich hoffe, da war wirklich nichts gewesen. Schon auf Filtern, Artyom. Wenn du deine Maske tauschst, dann schnell. Dieser arme Kerl braucht seine nicht mehr. Ja, ich brauch's ja eigentlich nicht tauschen, oder? Zur Hölle. Ich glaub, mir wird schlecht. Geh vorsichtig. Es heißt, diese Tunnels beherbergen mehr als nur Mutanten. Ein guter Maske sieht kaputt aus. Aber dieser verdammte Oberst lässt mir... Ja, zweifeln. Lass uns raus ans Licht gehen. Sieh mal in den Wartungsraum. Bei Metro wichtig, alles gründlich auszuchecken, ne? Munition ist knapp und... Warum soll ich da wieder reingucken? Ja, super. Ich habe so viel Munition dabei, dass ich nicht mal mehr was tragen kann. Ich brauche die Uhr. Jo,
Na holla, was haben wir denn hier? Eine Shotgun, die wir nicht brauchen, weil wir eine AK haben. Wofür haben wir jetzt? Ich hätte doch gerne meine Waffe wieder. Okay, noch eine Minute. Kann ich noch irgendwie eine andere Waffe ab? Ja, nee, eine Schallgedämpfte behalte ich lieber. Bist du okay, Kumpel? Du bist ja voller Blut. Ja, komisch, ne? Artyom, stopp! Sofort! Telepath! Meine Güte, ein riesiges Rudel! Der Sturm treibt sie wohl an. Oh. Ich bleibe in Artyom. Zehn werden das riecht noch Ärger. Ich hoffe, dass ich noch einen Filter habe. Scheiße, das war knapp. Na gut, Artyom. Nicht noch mehr von diesen Tricks. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Schnell! Ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Hier passiert wirksame Scheiße. Hey, versuch sie zu öffnen. Ich gebe dir Deckung. Du wirst mir schon Deckung geben. Klemmt? Ach, verdammt. Lass es uns zusammen probieren. Sieh mal, Artyom. Verlier hier drin nicht den Verstand, ja? Okay, lass uns gehen. What the fuck? Ein Ranger hat mir gesagt, dass dies ein Flug von Mallorca war. Familien, die aus dem Urlaub kamen, weißt du? Weißt du, Artyom? Ich war nie am Meer oder in einem Flugzeug. Ja, ja. Hat nicht sein sollen. Komisch. Kumpel, siehst du auch diese Scheiße? Ja. Klar und deutlich. Artyom, was ist das? Meine Güte, sieh nur, die leben! Hauptsache sagt es mir, ich soll nicht verrückt werden, ist aber selber schon auf dem absteigenden Ast. Und dann läuft auch richtig schon langsam. Junge, nicht jeder hat so viel Filter mit wie du. Wir verlieren Schub! Die Motoren sind tot, Domo Domo! Flug 767x2! Was war das für ein Blitz? Fratzen! Scheiße, der Tau ist verdammt! Wir gehen runter! Ach, ich kann mich auch noch umgucken. Die Instrumente sind ausgefallen! Ich bekomme keine Anzeige! Oh mein Gott! Scheiße, Scheiße! Was passiert hier? Ich will nicht sterben! Scheiße! Direkt am Unterstand! Und schaltet am Stahl! Wir gehen runter! Ah, ich will nicht sterben! Wie sind wir ins Cockpit gekommen? Atmen! Kaum möglich! Rauch! Zu viel Rauch! Entspann dich! Atmen! Kaum möglich! Kein Ding, hab ich doch gern gemacht. Artyom, ach Mist. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre ich vermutlich erstickt.
Menschen wie die anderen hier. Nicht nur vermutlich. Lass uns sofort von hier verschwinden. Aktion, nach rechts. Ich glaube, der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude. Oh, die Maske war wirklich besser. Oh, holala. Scheiße, ein Dämon! Mach ihn kalt, mach ihn kalt! Mach du ihn doch kalt. Ich bin jetzt mal sicher. Ja, ja, chillt. Soll ich meine gute Munition verschwenden, oder was? Mistvieh! Eines Tages wird ein Vieh wie du mich erledigen. Aber noch nicht, okay? Also wenn ich überlege, wie lange ich im Metro im ersten Teil auf so ein Vieh eingeschossen habe, dann ist es doch recht schnell down gegangen gerade. So, er will da lang. Ich gehe trotzdem mal kurz hier hoch. Aha! Ich muss mal meinen Shit verkaufen hier. Ich kann schon mal mitnehmen. Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da! Mach dich bereit! Ich komme nach dir! Sind ein paar, ne? Der Eingang zum Theater ist hinter der nächsten Ecke! Wir müssen los, sofort! Mir nach! Schneller! Schneller! Ist ja nicht so, als ob ich mega Munition hätte. Komm her! Los! Hilf mir mal! Schneller! Es kommen noch mehr! Verdammt! Wir müssen den Eingang finden! Über hier! What? Ja, bitte! Scheiße, es sind zu viele! Wir müssen die Station warnen! Geh zur Rolltreppe! Beeilung, schnell! Runter, die sind immer noch hinter uns her! Naja, ist es jetzt nicht mehr, aber... Aufmachen! Aufmachen, Bastard! Lass uns rein, ihr Bastard! Noch einer! Was ist denn Also ich hätte es damit gerechnet. Was soll das so, oder wie? Ein Kinderspiel, was? Also ich habe jetzt lieber nicht geschossen wegen Munitionssparen und so. Was sollte das ja so sein? Besuch in toten Moskau. Das Phantom der Vergangenheit ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Okay, kommt rein. Tut mir leid. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Ergibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Nee. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere Trupps. Mindestens. Und ja, jetzt? Definitiv. Nicht? Wir müssen erst die Männer zusammenbringen. Warten wir auf die Jungs? Die sind unterwegs. Du bist in Ordnung. Die neue Waffe. Zu klein. Die Faschisten machen sich bereit für den Krieg.
Wovor flüchten Sie denn? Hier ist ja mächtig was los. Wir werden viele Leute im Reich bezichtigt. Wir waren unser ganzes Leben im Reich. Und jetzt sind wir Freaks? Das passiert ständig. Aber warum? Warum wir? Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist ein Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann kommt rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Ja, ne? Aber Sie verstehen doch, dass wir hier nicht ewig warten können. Also ich habe die Regeln nicht gemacht, ja? Es ist schwierig, uns ein Witz aufzunehmen oder fortzuschicken. Die hohen Tiere entscheiden. Wir haben Meldung gemacht. Jetzt müssen Sie warten. So, Schweine? Sehe aber keine. Ach doch, da. Ja, komm ich da hoch? Nee. Ich hoffe, dass die Schweine, ja. Nee, leben noch, okay. Ist wieder ein Bettler, wa? Patronen für den letzten überlebenden Theaterkritiker. Patronen für die Gnade unserer Seelen. Das mache ich jetzt, weil letztes Mal ist es nicht gemacht und da wurde mir ein Punkt verwehrt. Ein Sympathiepunkt. Ah, junger Mann, wie ich sehe, hat dir mein geistreiches Schild gefallen. In dieser U-Bahn ist für jeden Platz, für Mörder, Noten, Tyrannen, Geldwechsler und sogar für Bauern. Alle sind hier willkommen, selbst lausige Schauspieler. Ich lebe am Theater, wo wir das Miasma des verfallenden Bolschoi-Theaters atmen. Diese Station ist mit den Geistern der Oper überbevölkert. Aber ist hier auch Platz für den besten Kritiker unseres einst so großen Landes? Teufel, nein! Ich sage die Wahrheit und werde mit Beleidigungen und Armut bezahlt. Ich sage, ihr seid eine Schande für den Namen des Bolschois. Und die Antworten, das Bolschoi gehört jetzt uns, uns allein. Die sind immun gegen Kritik. Die ziehen Geld der Kunst vor. Ob es unhöflich wäre, einfach wegzugehen? Und diese armen Seelen, die durch die ganze Metro reisen, um das ruhmreiche Bolschoi zu sehen, werden für dumm verkauft. Die sagen, dass Kunst nur die Wohlgenährten interessiert. Aber, mein junger Freund, ich sage, dass selbst die Hungrigen Kunst brauchen. Denn über Erhabenes nachzudenken, dämpft den Schmerz des leeren Magens. Doch leider ist wahre Kunst schon seit 20 Jahren verschwunden. Übrig geblieben ist profaner Müll. Und so bleibt mein Hunger bestehen. Würdest du das, was wir verloren haben, vielleicht nicht die Schwende ehren? Ja, da wäre noch einer? Nee. Die Legende der Metro. Noch heute Abend ein einmaliges Programm. Die sehen alle gut aus. Genau deshalb brauchen wir das Theater. Ein Gläschen Mondschirm, Aufführung wärmen Körper und Seele. Ohne das klang nach einem englischen Songtext. Ich bin erstaunt. Wow. Der Duft hier ist wirklich appetitanregend, Semenovna. Ist das irgendwas Neues? Tut mir leid, Katja. Neu. Tut mir leid. Warum? Was ist passiert? Lydia hat es nicht geschafft. Wir waren auf dem Rückweg. Da erschien ein Dämon. Wir sind alle auf den Boden und haben auf den Dämon geschossen, bis er floh. Niemand bekam noch nur einen Kratzer ab. Aber Lydia stand nicht auf. Seine Maske. Sie war an einem Stein aufgebrochen. Ja! Und ihr, welche, die dir kennen, zum Sterben zurückgelassen? Und ihrem Partner einen Moment des Wow! Das ist mal ein Dämon. So groß wie ein echter. Das ist hier also die Kinderbespaßungsecke, ja? Hier werden die Metro-Bücher zensiert. Signiert, wollte ich sagen.
vermute ich. Ah, jetzt sind wir beim Markt. Nikitic, wann werden wir unter? Hast du genug Geld, um eine Woche durchzuhalten? Eine Woche? Zwei Tage vielleicht. Dann ist mein Leben vorbei. Und es hat so lange gedauert, so, das zusammenzusparen. Auf Nimmerwiedersehen. Brandgranaten machen deinem Feind garantiert Feuer unter dem Winter. Scheiße, wir könnten immer noch Stalker werden. So. Sieh mal, ich habe noch Geld für drei Tage. Die Getränke gehen also auf mich. Ich habe keine Ahnung, was ich alles brauche, ne? Aber vielleicht kaufe ich mir einfach mal ein paar Waffen. Leise und tödlich. Es gibt hier noch zwei Waffen zur Auswahl, was? Kauf dir eine Versicherung für deine Sicherheit. Eine Knüppelpinte? Dich und deine Liebe. Ja, vielleicht besser als der Revolver, wa? Aber... Granate, erschwingliche und ernsthafte. Grüß dich, Stefan. Hallöchen. Chaka, du stirbst doch eh. Ich bin schon ein paar Mal gestorben, ja? Jeder hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Schütze dich. Kauf dir eine Waffe. Patronen und andere Sachen. Die besten Preise in der Gegend, versprochen. Ach, die haben auch noch andere Waffen, okay. Aus der Ferne kannst du damit nichts treffen, aber in einem Nahkampf ist sie absolut tödlich. Das ist zwar eine Einzelschusswaffe, aber selbst ein einziger Treffer davon reicht für gewöhnlich aus. Tja. Er hat einen gewaltigen Wuchs und ist sehr leise, wenn du einen Schalldämpfer verwendest. Kauf das hier und du bekommst augenblicklich den verdienten Respekt. Munition und Ausrüstung zu verkaufen. Patronentausch. Diese Waffe gewinnt keinen Schönheitswettbewerb, aber mit ihr kann man Militärmunition verwenden. Für die Luftdruck, nee. Unabdingbar. Weiß ich, ob ich die dämpfen kann? Brauchst du nie wieder Banditen zu fürchten. Guck mal kurz. Patronen! Patronen! Verkauf! Tausch! Abkauf! Nachtsichtzieloptik. Präzises Schießen im Dunkeln. Nee, das brauchen wir nicht. Ich würde gern... Schalldämpfer kann man hier nicht anbringen an die Waffen, oder was? Zieloptik. Nee. Schalldämpfer? Munition und Ausrüstung zu verkaufen. Patronentausch. Nee. Einfach mal Karabiner oder was? Ich wünsche dir übrigens noch frohe Weihnachten, Stefan. Ich hoffe, du wurdest reich beschenkt. Also ich bin zufrieden, ich hoffe, du auch. Warum kann ich die übelst pimpen und die andere nicht? Muss man das verstehen? Ich will auch nicht unnötig Geld ausgeben, wenn ich ehrlich bin. Kann ich nur... Patronen und andere Sachen. Die besten Preise in der Gegend, versprochen. Kolben und Griff vom Revolver entfernen. Munition und Ausrüstung zu verkaufen. Patronentausch. Hat das jetzt, warum hat er das nicht gemacht? Alles klar, jetzt hat er das gemacht. Ja, und hier. Patronen und andere Sachen. Die besten Preise in der Gegend. Fisch, frische Fisch aus Venedig, Fisch. Leder, feine Lederwaren, originales Design, niedrige Preise. Man kann halt nur Waffen und Munition kaufen, ne? Nichts anderes. Patronen, Patronen, verkauf, hab ein Geschenkeset bekommen, Jim Beam Double Walk mit Kristallgläsern. Nice, ist doch auch nicht schlecht. Ist doch auch nicht schlecht. Munition. Ich habe keine Schrotmunition. Also, die sind vielleicht nicht neu, aber von guter Qualität. Ja, kaufen. Es gibt nichts Besseres, um jemanden aufzuhalten. Absolut nichts. Kann ich schon gar nicht mehr tragen?
Diese Patronen sind gut, auch wenn sie hart gemacht sind. Jetzt bist du einfach nur gierig.